In der kommenden Woche wird es sonnig, aber auch recht kühl werden. Es ist erstmal nicht viel Regen in Sicht, wurde erstmal gesagt. Ja, fast gar kein Regen. Und die Temperaturen steigen nach diesem kurzen Kaltlufteinbruch dann auch langsam wieder an. Das schauen wir uns in diesem Video an. Schauen wir aber erstmal auf den gestrigen Freitag, auf die Höchsttemperaturen, die wir dort dann hatten und vor allem im Westen. Ja, dort war es mild. Mit um die 10 bis 12 Grad, die es dann da gegeben hat. Wenn man weiter Richtung Osten schaut, dort war es dann umso ja, kühler. Dort hatten wir teilweise nur um die 0 bis 3 Grad. Und wenn wir dann auf das Deutschlandmittel schauen, da sehen wir im Vergleich ja, zum vorgestrigen Donnerstag ein Mittel von 5,66 Grad. Dieses Mittel ist also schon gesunken. Dann schauen wir jetzt auf die Wetterlage für den heutigen Samstag. Hier sehen wir einige Hochs. Vor allem ja, über Deutschland oder bei Deutschland eher nordöstlich von uns und dann noch eins auf dem Atlantik und Richtung Großbritannien. Darüber liegen dann drei Tiefs, also im Norden. Ja, wenn man weiter recht von ja, Großbritannien aus nach Nordwesten geht, Richtung ja, Polen, Russland noch eins und noch weiter im Norden, also Richtung Dänemark. Dann schauen wir auf das Wetter für den ja, heutigen Samstag und da wird es recht kühl werden. Dort werden wir Temperaturen in den höheren Lagen zwischen 1 und 3 Grad erreichen und dazu ziehen immer wieder lockere Wolken über uns hinweg. Teilweise ist es auch mal ja, sehr, sehr sonnig. In den tieferen Lagen, also entlang des Rheins, könnten wir auch mal 7 bis 8 Grad erreichen. Generell in tieferen Lagen erreichen wir Temperaturen von 5 bis 8 Grad. Dazu sind dann auch dort die einzelnen Wolken unterwegs. Dann schauen wir auf den Sonntag und den Montag. Und da sehen wir, ja, der Sonntag, der wird ein sehr schöner Tag werden. Sehr, sehr viel Sonne, noch mehr Sonne als am Samstag wird es geben. Nur in den Mittelgebirgen, also Sauerland und Eifel, dort werden dann einzelne Wolken unterwegs sein. Ja, aber kein großes Drama. Diese Wolken, dort liegen die Temperaturen an den höheren Lagen bei 1 bis 2 Grad, sonst meist bei 5 bis 7 entlang des Rheins auch örtlich 8 Grad. Der Montag wieder ein bisschen wolkiger, da sind dann mehr Wolken wieder unterwegs. Dort erreicht man auch Temperaturen von 2 bis 4 Grad in höheren Lagen. Sonst liegen wir meist bei 6 bis 8 Grad entlang des Rheins. 9, nicht aber 6 bis 8 Grad entlang des Rheins. Das werden auch die Höchsttemperaturen dann sein. In der Nacht gibt es wie immer eigentlich in letzter Zeit Frost. Dann schauen wir jetzt auf die Temperaturabweichung von den Temperaturen in 2 Metern Höhe. Da sehen wir. Ja, es wird deutlich, deutlich zu kalt werden in der kommenden Woche am Donnerstag. Teilweise 5 bis 10 Grad wird es dann an diesem Tag zu kalt werden. Im Mittel, es ist ja jetzt der meteorologische Frühlingsanfang. Wenn man Richtung Südwesten schaut, dort ist es dann eher ein bisschen zu mild. Schauen wir auf die Temperaturen, dann jetzt in 1500 Metern Höhe, da sehen wir diese Kaltluftzunge, die uns dann erreichen wird. Vor allem Ostdeutschland, ja, wird richtig mit ziemlich höhenkalter Luft geflutet. Dort würde es also richtig eisig kalt werden. Dort sind dann wirklich vielleicht, ja, Donnerstag, Freitag die ersten Schneeschauer möglich. Zum Schluss schauen wir jetzt aber noch auf die Ensembles für die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und die Temperaturen in 2 Metern Höhe. Und da schauen wir jetzt drauf. Hier sehen wir, erst sind wir jetzt am Anfang der Woche bei uns in NRW unterdurchschnittlich und dann sind die danach dann eher durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich. Aber das kann man nicht genau sagen und die Niederschläge, ja, gar nicht vorhanden im Westen. Örtlich kann es vielleicht mal den einen oder anderen Schauer geben. Das wird aber nichts Wildes sein. Wenn wir uns dann die Temperaturen in 2 Metern Höhe anschauen, da sehen wir es noch gut, was es dann für Temperaturen dann halt am Boden gibt oder in 2 Metern Höhe halt. Da sehen wir, die Temperaturen sind dann wieder langsam im Aufwärtstrend. Dort werden wir dann Werte, ja, Mitte bis Ende oder März haben von um die 15 Grad, die dann da möglich sind. Da hatte ich ja gestern Nachmittag noch ein Video zugemacht, was denn da die Modelle berechnen, wo auch dieses eine Modell war, das teilweise bis 25 Grad vorhergesagt hat. Das war aber nur ein Ausreißer. Eventuell sehen wir uns dann heute Nachmittag wieder. Sonst sage ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.